So, hallo an alle, die jetzt hier sind zu dem deutschsprachigen Webinar. Mein Name ist Martin Dörsch und ich werde dieses Webinar jetzt leiten und habe eben die großartige Aufgabe, hier jetzt die Produkte Capture One gemeinsam mit Affinity Photo und dem Color Checker Passport von X-Rite quasi miteinander im Workflow zu zeigen. Generell ist es so, das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wir können uns das Webinar auch oder ihr könnt euch das Webinar im Nachhinein auch anschauen. Es wird dann auf der X-Rite-Seite auch hochgeladen, auf der YouTube-Seite. Es sollte auch ein Link rausgehen. Es wird auch auf meiner Seite hochgeladen sein. Das heißt, ihr könnt euch auch alles anschauen, was ich jetzt erkläre und quasi dann noch einmal quasi für euch nochmals lernen, wenn das ist. Der große Vorteil generell an einem Webinar ist jetzt folgender. Also wenn ihr jetzt live dabei seid, dass ihr mir auch Fragen stellen könnt. Das heißt, bei GoToWebinar gibt es jetzt einen Fragenpot oder so ein kleines Fragefenster. Da könnt ihr einfach die Fragen reintippen, die ihr habt, und ich werde sie entweder direkt beantworten, wenn ich sie direkt lese, oder im Nachhinein werden wir Zeit haben, um auf die Fragen einzugehen. Also gerne, ihr könnt mir gerne Fragen stellen, das ist eben der große Vorteil von einem Webinar. Okay, im Endeffekt möchte ich auch noch ganz kurz zeigen, wer ich bin. Mein Name, wie ihr auch von der Einladung wisst, ist Martin Dörsch. Ich bin aus Österreich und bin ein X-Rite Colorati, arbeite schon sehr, sehr lange auch mit X-Rite zusammen, auch mit einigen anderen Firmen und bin eigentlich so auf Unterrichten spezialisiert und immer so mit dem Hintergedanken, wie kann man seinen Workflow beschleunigen, verbessern und einfach noch um einiges besser quasi unterkriegen. Wenn ihr Informationen zu mir wollt, dann hier einfach gerne auf meine Webseite gehen, martindörscher.de. Ihr könnt mir auch gerne ein E-Mail schreiben, falls ihr einfach irgendwelche Fragen zu dem Webinar oder zu generell irgendwelchen Foto-, Bildbearbeitungs- oder Grafikthemen habt. An sich wird es auch am Ende des Webinars einen Gutscheincode geben, wo ihr dann hier auf dieser Webseite auf xritefoto.eu quasi einen Code einlösen könnt beim Checkout und damit dann auch wirklich einige Prozente beim Kauf von zum Beispiel einem Color Checker bekommt. Und auch das Tolle dran, ihr bekommt auch ein kostenloses Affinity Photo dazu, also eine kostenlose Lizenz. Aber wie gesagt, dazu dann am Schluss vom Webinar. Und jetzt möchte ich quasi einfach einmal direkt starten und in Capture One springen und mit dem Webinar, wie gesagt, einfach einmal loslegen. Capture One ist für mich so ein wirklich sehr, sehr geniales Tool, wenn es um den RAW-Workflow geht. Ist einfach die RAW-Engine der Wahl. Und es bietet sich einfach hervorragend an, dass man Capture One mit Affinity Photo kombiniert, weil Affinity Photo einfach einen sehr, sehr neuen und einen sehr, sehr, ja, einen sehr offenen Zugang zur Bildbearbeitung hat. Und eben diese beiden Programme gemeinsam sind wirklich eigentlich ein sehr, sehr, sehr geniales Team. Was man hier jetzt auch gleich sieht, hier in Capture One, ist, dass ich den Color Checker offen habe. Das heißt, ich habe eben den Color Checker und der Color Checker von X-Rite hat jetzt zwei Funktionen. Und auf diese beiden Funktionen möchte ich jetzt zu Beginn einmal eingehen. Und zwar einerseits kann ich hier im linken Bereich auf dieser Spalte oder ich nehme da mal schnell die Anmerkungen, also hier im linken Bereich mit diesem Graukeil oder im rechten Bereich mit diesem Graukeil kann ich den Weißabgleich messen. Und der Weißabgleich ist einfach dazu da, dass ich eben den Weißabgleich im Foto einstellen kann. Das ist jetzt natürlich nur eine Funktionalität. Die zweite Funktionalität, die aber eigentlich viel, viel, viel genialer ist, oder nicht viel genialer, sondern einfach irgendwie dazugehört, ist jetzt der rechte Bereich, nämlich das Target. Und mit diesem Target habe ich die Möglichkeit, für meine Kamera ein Profil zu erstellen. Was bedeutet das wiederum? So wie man eben einen Monitor hat, einen Monitor, dem man vertrauen sollte. Also ich verwende einen hardware-kalibrierbaren Monitor von Eizo, von der CG-Serie. Das ist quasi das Fenster zu meinen Daten. Diesen Daten muss ich einfach vertrauen, diesem Monitor muss ich vertrauen, weil sonst sind Bearbeitungen, die jetzt mit Farbe zu tun haben oder auch mit Helligkeit, wirklich eher sinnlos. Jetzt gibt es aber auch noch die zweite oder die davorliegende Möglichkeit, perfekte Farben zu erhalten, und zwar indem man seine Kameras profiliert. Was bedeutet das? Man kennt ja diesen Ausspruch, diese eine Kameramarke hat bessere Farben fürs Gesicht und diese hat neutralere Farben und dort ist es jetzt wärmer und dort kühler und hin und her und pipapo. Und das ist aber etwas, was man mit einem Profil für die Kamera einfach komplett ausschließen kann. Was hat das für einen Vorteil? Wenn man jetzt sagt, ich fotografiere Produkte und ich möchte die Produkte wirklich
in ihrer originalen Farbe haben, dann möchte ich jetzt nicht auf den Bias, also wie jetzt ein Kamerahersteller die Farben interpretiert, auf das zugreifen. Ich möchte die Farben haben, wie sie wirklich sind. Und dazu kann ich mir ein Profil erstellen. Jetzt ist es so, hier in Capture One, wenn man auf den Bereich der Farbe geht und hier im unteren Bereich auf die Basismerkmale, ICC-Profil, dann sieht man, dass ich in meinem Fall das automatisch generierte Profil habe für meine Sony Alpha 7 Mark III. Und dieses Profil ist eigentlich schon relativ gut in Ordnung. Was ich aber machen kann, ist eben, dass ich jetzt mit diesem Color Checker und der Color Checker Software gemeinsam ein Profil erstelle, das ich dann hier in Capture One verwenden kann. Ich kann mir also ein ICC-Profil erstellen. Und damit kann ich sicherstellen, dass die Farben, die ich fotografiere von meinem Produkt, wirklich die Farben sind, die einfach ja das Produkt hat. Und ein zweiter Aspekt, der für mich und für meinen Workflow oft eigentlich viel, viel interessanter ist, ist der folgende. Und zwar, was ist, wenn ich jetzt fotografiere, sagen wir mal eine Hochzeit oder irgendeine Reportage oder was auch immer und jetzt nicht nur mit einer Kamera arbeite, sondern mit mehreren Kameras, weil ich zum Beispiel auch mit mehreren Fotografen gemeinsam zusammenarbeite und all die Daten von den Fotografen quasi bei mir zusammenlaufen oder von den Kameras, wenn man jetzt allgemein spricht. Dann möchte ich ja nicht, dass jetzt die Bilder von der einen Kamera die Farbe haben, die Bilder der anderen Kamera vielleicht etwas einen anderen Farbinterpretation haben. Ich möchte einfach einen neutralen Startpunkt haben, damit ich die Fotos unabhängig von der Kamera gemeinsam bearbeiten kann. Und genau dafür sind diese Profile, die man eben erstellt, genau der richtige Startpunkt. Ich mache mir also ein neutrales Profil, das einfach über alle Kameras hinweg quasi funktioniert. Ich mache es natürlich für jede einzelne Kamera, das ist klar. Und danach kann ich all meine Bearbeitungen, all meine Farbanpassungen, all meine Looks, egal auf welches Ausgangsbild drüberlegen, und ich muss jetzt nicht bei jedem nachjustieren, sondern ich habe das wirklich für jede einzelne Kamera entsprechend schon vorher eingestellt. Und das ist natürlich sehr genial, und wie das funktioniert, zeige ich jetzt eben her. Also wie gesagt, Weißabgleich und quasi Profilierung der Kamera sind die beiden Hauptaufgaben von dem Color Checker Passport. So, und wie geht das Ganze jetzt? Wichtig ist jetzt, wenn ich hier in den Basismerkmalen bin, wenn ich jetzt quasi eine Ausgangsdatei für die Profilierung erstellen möchte, dass ich hier beim ICC-Profil reingehe, und bei den Effekten habe ich jetzt den Punkt No Color Correction. Das heißt, das ICC-Profil wird jetzt einmal ausgeschaltet oder eben auf möglichst neutral eingestellt. Bei der Kurve in den Basismerkmalen gehe ich auf lineare Wiedergabe. Das bedeutet, dass ich jetzt die Kurve der RAW-Datei wirklich sehr neutral und geradlinig habe. Das heißt, ich bekomme da jetzt ein sehr, sehr flaches Bild. Das ist aber eigentlich schon alles oder fast alles, was ich hier in Capture One machen muss zur Erstellung des Profils. Jetzt muss ich nur diese eine Datei, was ja aktuell noch ein RAW-Bild ist, exportieren, damit ich es im Color Checker Passport dann aufmachen kann. Und dafür gehe ich hier in Capture One auf Datei und kann jetzt auf Bilder exportieren gehen und klicke hier jetzt auf den Punkt der Varianten. Und in den Varianten kann ich jetzt sagen, wo das Ganze hingespeichert wird, im oberen Bereich. Ich kann einen Dateinamen vergeben, wenn ich das möchte. Aber ganz, ganz wichtig, hier im unteren Bereich muss ich jetzt verschiedene Dinge einstellen. Und zwar zuerst einmal das Format. Ich brauche ein TIFF-Format. Ich kann hier jetzt 16-Bit auswählen, eben für die Bittiefe dieses TIFFs. Die Option unkomprimiert, damit ich keine Kompressionsartefakte eventuell erhalte, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber unkomprimiert für das maximal oder die maximal schöne Datei, wenn man so möchte. Und beim ICC-Profil ist es auch noch ganz wichtig, dass ich das Kameraprofil einbette. Also jetzt nicht hier, wie es standardmäßig ist, zum Beispiel Adobe RGB ausgebe, sondern wirklich das Kameraprofil einbette. Und dieses Kameraprofil ist ja dieses Profil, das ich hier im linken Bereich ausgewählt habe. Und wenn ich das jetzt eingestellt habe, dann kann ich auf eine Variante exportieren gehen. Man sieht, dieses TIFF wurde jetzt exportiert und ich kann jetzt Capture One schließen. Und zwar schließe ich Capture One jetzt wirklich jetzt schon, denn wenn ich jetzt im Color Checker das Profil erstelle, muss ich ohnehin danach das Profil oder eigentlich Capture One schließen. So, hier ist jetzt mein Color Checker. So. Und bei dieser Color Checker Software, beim Camera Calibration Tool, kann ich jetzt zwischen DNG und DNG aus zwei Lichtquellen auswählen. Das ist so der Punkt, wie man ihn für Lightroom Classic zum Beispiel verwendet, wenn man Profile erstellt. Und jetzt eben neu und sehr, sehr spannend für Capture One das ICC-Profil. Und da brauche ich jetzt nur meine TIFF-Datei nehmen und hier reinziehen. Also nehmen, reinziehen, loslassen
und man sieht, wie jetzt das Color Checker Passport Tool oder der Color Checker eben erkannt wird. Und das war es im Wesentlichen schon. Ich kann jetzt auf Profil erstellen klicken und es wird der Standardort für die Profile, nämlich für die ICC-Profile ausgewählt. Ich lasse das jetzt einfach einmal mit dem Standardnamen, also ILCE für Interchangeable Lens Camera E-Mount 7M3, das ist eben meine Sony-Kamera, und ich klicke jetzt auf Sichern. Wie gesagt, wichtig ist, diesen Prozess muss man für jede Kamera machen, die man jetzt verwendet. Und wenn man jetzt zum Beispiel Produkte fotografiert und das jetzt in unterschiedlichen Lichtsituationen mit verschiedensten Einstellungen vornimmt, ist es eben auch wichtig, dass man das in den unterschiedlichen Lichtsituationen macht, wenn man es wirklich ganz, ganz, ganz genau haben möchte. Aber das einfach nur so als kleiner Reminder zu dem, was ich schon vorher gesagt habe. Jetzt sieht man, okay, das Profil wurde erfolgreich erstellt und Sie müssen eben die Anwendung schließen, hier dieser kleine Tooltip, was ich schon gemacht habe, damit beim Neuladen von Capture One auch diese Profile wieder geladen werden. Habe ich schon gemacht, kann ich zumachen. Ich lasse mal den Color Checker Passport hier einfach einmal offen und öffne mir hier wiederum Capture One 12. Und nachdem Capture One 12 hier jetzt geöffnet worden ist, kann ich jetzt dieses Profil auswählen. Und das ist ja genau das, was wir also haben wollen. Das heißt, ich bin hier jetzt wieder in Capture One 12. Mit einem Rechtsklick hier drauf klone ich mir einfach einmal die Variante, beziehungsweise ich könnte sie mir auch einfach einmal eine neue Variante erstellen lassen. So, das ist jetzt das Bild, wie es ganz normal beim Import reinkommen würde. Man sieht eben hier wiederum beim ICC-Profil das Standard Generic Kameraprofil. Die Kurve ist auf Automatik eingestellt, aber ich möchte ja da jetzt wirklich auf dieses Profil zugreifen, das ich mir gerade erstellt habe. Also draufklicken und hier im unteren Bereich bei Sonstige gibt es jetzt mein ILCE-7M3. Und wenn ich da jetzt draufklicke, wird eben mein Profil ausgewählt. Und ich kann jetzt einmal mit gedrückter Alt-Taste auf diesen, ich nenne ihn immer Recycle-Button klicken. Dann habe ich hier das Vorher und das Nachher, das Vorher und das Nachher. Und man sieht hoffentlich auch über das Webinar, wie sich jetzt eben die Farben entsprechend angepasst haben. Das heißt, das ist jetzt wirklich das Profil, was ich gerade erstellt habe. Und im Wesentlichen ist das auch alles, was man jetzt machen muss. Das heißt, einfach einmal ein TIFF exportieren, in die Color Checker Software reinziehen, das Profil erstellen lassen, Capture One neu starten und das Profil auswählen. Und weil ich das jetzt natürlich nicht nur auf dieser einen Datei haben möchte oder auf diesem einen Bild, sondern auf mehreren, vielleicht sogar auf allen, blende ich mir jetzt einfach einmal den Viewer aus. Das geht hier bei Capture One am Mac mittels Command Alt und V für Viewer oder man würde es auch unter Ansicht sehen. Und hier den Viewer ausblenden. Wenn man jetzt mit Windows arbeitet, wäre das jetzt Steuerung Alt V. Oder man schaut einfach, welcher Shortcut hier eingestellt ist. Zack, der Viewer ist ausgeblendet. Und ich habe da jetzt eben hier dieses eine Bild und kann mir da jetzt nach unten alle Bilder aus dieser Lichtsituation, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit Lichtsituation bleiben wollen, einmal auswählen. Kann mir jetzt den Viewer wieder einblenden. Wiederum Command Alt V, wenn ich das möchte. Und zur Sicherheit gehe ich da im oberen linken Bereich auf Umschalten zwischen Hauptansicht und Mehrfachansicht, dass ich einfach sehe, wie viele Bilder ausgewählt sind. Und was ich jetzt im Normalfall wirklich sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich mir einfach die Bilder jetzt synchronisiere über alles. Hier in diesem speziellen Fall werde ich da jetzt aber einfach bei den Basismerkmalen hier draufklicken und auf Anwenden klicken. Und man sieht jetzt, wie über alle anderen Bilder jetzt diese Einstellungen eben angewendet werden. Das heißt, wenn ich da jetzt auf das nächste Bild gehe oder auf das nächste oder egal wie viele das sind, habe ich jetzt eben automatisch diese Basismerkmale synchronisiert. Einfach indem ich hier drauf geklickt habe, man sieht, die Änderung wurde ausgewählt und ich brauche da jetzt einfach auf Anwenden gehen. Man sieht also, zack, alles wurde sofort synchronisiert. So schnell kann es eben gehen. So, und jetzt geht es einfach weiter. Wenn ich da jetzt schon ein Bild angepasst habe, möchte ich da jetzt vielleicht einmal andere Bilder auch anpassen. Und das mache ich jetzt einfach einmal so, indem ich da auf das erste Bild gehe, wo es dann einfach losgeht. Und ich gehe einmal von der gleichen Lichtsituation bis hierhin mit gedrückter Shift-Taste. Das heißt, diese Bilder sind jetzt ausgewählt. Und jetzt möchte ich einfach ein wenig herzeigen, wie ich jetzt an die Sache rangehen würde. Also wie gesagt, das ist jetzt so die gleiche Lichtsituation. Das heißt, ich mache mir jetzt dieses eine Bild wieder groß, schalte hier oben diesen Regler um. Aufpassen, ich habe jetzt aber nach wie vor nicht nur ein Bild aktiviert, sondern eben diese, keine Ahnung, 31 mehr. Also das sind wirklich um einiges mehr Bilder. Also auf das immer achten, wie viele Bilder ausgewählt sind. Und jetzt kann ich einfach einmal anfangen und das Bild entwickeln, wie ich da einfach in Capture One Laune habe. Das heißt, ich nehme einfach die Tiefen nach oben. Dann möchte ich vielleicht die Belichtung ein wenig nach oben ziehen, so in etwa.
Das passt eigentlich so schon ganz gut. Ja, für schnell erklärt ist so vielleicht ganz in Ordnung. Was ich vielleicht auch noch machen möchte, ist, dass ich jetzt den Hautbereich anpasse. Dafür gehe ich jetzt auf quasi den Bereich der Farbe und kann hier jetzt in den Farbeditor gehen. Und im Farbeditor gibt es jetzt drei Unterpunkte, nämlich Basisdaten, erweitert und Hautton. Und bei Hautton klicke ich da jetzt mit dieser Pipette, die hier bei Hautton dabei ist, in einen Hautton, der mir gefällt. Ich nehme einfach mal hier diesen aus diesem Backenknochenbereich. Zack, das ist dieser Hautton hier. Ich kann mir auch die ausgewählten Farben jetzt einblenden lassen. Dann sieht man, das sind jetzt die Farben, die ich jetzt bearbeiten werde. Das muss nämlich nicht nur Haut sein. Ich kann da, falls ich etwas anderes angleichen möchte, das genauso über Hautton machen. Und hier möchte ich jetzt einmal zum Beispiel herzeigen, was passiert, wenn ich da jetzt die Sättigung rausnehme. Dann sieht man, das ist jetzt der Hautbereich, den ich eben bearbeite. Ich kann hier jetzt über die Regler auch noch steuern, wie stark das Ganze sein soll und in welchem Bereich sich das eben bewegen soll. Ich gehe mal dahin. Sättigung lasse ich aber, wenn vielleicht nehme ich sie ein wenig zurück, kann die Helligkeit der Haut vielleicht ein bisschen nach oben drehen. Und was jetzt ganz spannend ist, ist die Homogenität. Und zwar kann ich da jetzt über diesen Farbtonregler die Homogenität der Haut, also von allen diesen Bereichen, die ich hier hatte, eben angleichen. Das heißt, ich habe hier jetzt nicht mehr so einen Gelbton, sondern wenn ich da jetzt rüberfahre, kann ich das eben entsprechend angleichen. Genau das Gleiche ist jetzt auch mit der Sättigung möglich. Das lasse ich aber so. Und es wäre auch das Gleiche mit der Helligkeit möglich. Das möchte ich aber in dem Fall nicht. Ich möchte da schon einen Verlauf nach unten haben in der Helligkeit. Aber wie gesagt, so kann ich das angleichen. Und jetzt eben der ganz wichtige Punkt. Wiederum zurück mit dem Gedanken, ich arbeite ja eigentlich gleichzeitig an mehr Fotos. Aber in Capture One ist es so, obwohl ich jetzt mehrere Bilder ausgewählt habe, arbeite ich jetzt nur an diesem einen und die anderen haben da jetzt noch nichts von der Bearbeitung mitbekommen. Jetzt möchte ich aber natürlich, dass alle anderen Bilder, die ich hier ja ausgewählt habe, also die ganzen plus diese 31 weiteren, dass die gesamten Bilder auch wirklich mitbearbeitet werden oder von dieser Bearbeitung betroffen sind. Und ich mache das im Wesentlichen eigentlich immer so, dass ich hier auf die Anpassungen gehe und auf Anpassungen kopieren und zuweisen. Ich habe da auch einen eigenen Shortcut. Das ist in meinem Fall hier Mac Control S. Diesen Shortcut kann man sich über Capture One, nein, das ist neu. Man kann sich über Bearbeiten, Tastaturkombinationen bearbeiten, denn die Menübefehle sind jetzt von Mac zu Windows vereinheitlicht worden seit der 10er Version. Und da möchte ich jetzt die Tastenkombinationen eben bearbeiten. Also nur, dass man sieht, wo das Ganze jetzt ist. Und zwar, weil ich da schon eine Taste habe, machen wir jetzt den kurzen Weg. Ich suche nach einer Taste, Command S. Und da ist es jetzt eben Anpassungen kopieren und zuweisen und habe eben hier diesen Shortcut. Also Anpassungen kopieren, zuweisen soll man suchen. So, jetzt drücke ich natürlich auf den Shortcut und man sieht die gespeicherten Anpassungen. Was wurde geändert? Das Kameraprofil, die Belichtung habe ich angepasst, die Tiefen habe ich nach oben gezogen und bei der Farbe habe ich eine Farbeditor-Hauttonkorrektur vorgenommen. Und wenn ich jetzt auf Anwenden klicke, werden diese Einstellungen auf alle anderen Bilder, die ich eben ausgewählt habe, übertragen. Das ist eben das, was wirklich sehr interessant ist. Eine Kleinigkeit, auf die man aufpassen muss, über die ich auch regelmäßig drüber stolpere, wenn man da jetzt sieht oder wie man da jetzt sieht, ist eben, dass jetzt auch meine Farbmarkierung über alle Einstellungen quasi synchronisiert worden ist. Ich zeige das einfach einmal her, indem ich da nach unten fahre. Da gibt es jetzt nämlich bei den Metadaten hier im unteren Bereich auch die Farbmarkierungen und diese Farbmarkierungen sind jetzt natürlich auch synchronisiert worden. Also da einmal aufpassen, ist auch etwas gefährlich, wenn man eben mit Schlüsselwörtern arbeitet, weil diese dann auch mit synchronisiert werden. Die kann man natürlich jetzt auch wegklicken, wenn man hier jetzt alles synchronisieren möchte. Aber wie gesagt, da einfach ein bisschen aufpassen. Ich klicke da jetzt auf die Taste U, weil U ist bei mir eingestellt, dass ich jetzt keine Markierungen habe. Ich habe P für grün, U für keine Farbe und X für rot. Das ist auch quasi der gleiche Shortcut, wie man ihn aus Lightroom klassisch kennt, fürs Markieren von Fotos. Und jetzt klicke ich da ins Leere, klicke auf dieses Bild oder auf das hier, das war's, und klicke da jetzt wiederum auf P, damit jetzt nur dieses eine Bild eben in grün ist. Aber wie gesagt, man sieht jetzt diese Hauttonanpassung, diese Helligkeitsanpassung und auch die Belichtung wurde jetzt auf all diese ausgewählten Fotos gleichzeitig übertragen, was natürlich sehr, sehr genial und ja, schnell ist zur Bearbeitung. Ein weiterer Trick, den ich, oder nicht Trick, eine weitere Technik, die ich einfach herzeigen muss, weil sie so unglaublich genial ist in Capture One, ist die folgende. Und zwar ist meine Empfehlung,
geht hier mit einem Rechtsklick auf die Symbolleiste und klickt auf Symbolleiste anpassen und zieht euch jetzt von diesem Anpassen die Fokusmaske hier rauf. Die liegt schon bei mir hier oben und mit dieser Fokusmaske kann man jetzt mit einem Klick drauf sich eben den Fokusbereich anzeigen lassen. Und was man da einfach sofort sieht, ist, dass dieses Bild höchstwahrscheinlich ein wenig out of focus ist. Ich mache da mal einen Doppelklick drauf, damit das jetzt größer wird. Doppelklick hier drauf. Da sieht man, ja, da war ich bzw. die Kamera daneben. Ich war ein bisschen zu weit hinten. Wenn ich da jetzt drauf gehe und einzoome und die Fokusmaske mal ausblende, dann sieht man, da ist man sofort drauf. Also da stimmt der Fokus einfach. Also was bringt das wiederum? Wenn ich da wiederum den Viewer ausblende mit Command Alt V, sehe ich einfach sofort, wenn ein Bild eben daneben ist. Und da kann ich jetzt mit X, weil ich habe X für rot eingestellt, dieses Bild einfach ablehnen und sagen, ja, das möchte ich nicht, da stimmt der Fokus wahrscheinlich nicht gesamt. Oder genau. Genauso wie bei diesem Bild, da denke ich mir auch, da wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass der Fokus nicht stimmt. Eher im Brustbereich, also etwas zu weit vorne, aber nicht jetzt auf den Augen. Das passt. Und so kann ich da einfach einmal durch die Bilder durchgehen und einfach wirklich in dieser kleinen Ansicht auch schon einmal checken, ob jetzt der Fokus stimmt. Und das ist natürlich was, was echt unglaublich genial ist. Denn ich sehe natürlich sofort, ob irgendwo der Fokus daneben liegt, ob ich es erwischt habe oder ob andere Fehler sind. Also hier die Fokusmaske. Was man da jetzt auch sieht, und das bringt uns auch gleich zu dem nächsten Punkt, wie man jetzt nämlich Richtung Affinity Photo geht, wenn man retuschieren möchte, ist eben, dass bei mir die Farbe in grün eingestellt ist. In Standardeinstellung wird es höchstwahrscheinlich rot sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und zwar gehe ich da jetzt einmal in die Voreinstellungen und ich habe hier die Farbe der Maske. Und ich persönlich bevorzuge hier grün. Ich habe auch in Photoshop und überall, wo ich mit Masken arbeite, die Farbe in grün eingestellt. Genauso eben in anderen Programmen, damit das Ganze einfach wirklich besser sichtbar im Bereich von Haut ist, weil ich sehr, sehr viel im Porträtbereich unterwegs bin und da gefällt mir jetzt einfach quasi grün wesentlich besser als rot. Ich müsste das jetzt neu anpassen oder neu rechnen lassen, damit man sieht, aber eben da Nummer eins. So, und jetzt Nummer zwei, wenn man schon in den Voreinstellungen drinnen ist, und zwar, wie komme ich von Capture One jetzt raus, wenn ich nicht mehr in Capture One weiterarbeiten will oder kann, weil es einfach die Möglichkeiten jetzt nicht mehr bietet, weil ich zum Beispiel retuschieren will, wie komme ich jetzt raus in ein anderes Programm? Und dazu gibt es jetzt neu in Capture One 12 den Bereich der Plugins. Und bei den Plugins gibt es jetzt das erste Plugin, da wird es in Zukunft wesentlich mehr geben zur Auswahl. Aber hier beim ersten Plugin gibt es jetzt dieses Open With Menu, das Öffnen mit Menü. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sich Affinity Photo hereinlegt. Standardmäßig ist da, glaube ich, nur Photoshop drinnen. Ich habe bei mir Affinity Photo drinnen, Affinity Designer brauche ich hier nicht. Ich habe jetzt aber auch von DxO oder eben früher von Google beziehungsweise noch früher von der Nik Collection die Programme der Nik Collection drinnen. Aber im Wesentlichen geht es mir da jetzt ja um Affinity Photo und das wähle ich mir hier jetzt einfach einmal aus. So, was bedeutet das wiederum? Wenn ich da jetzt eben ein Bild öffne und die Maske wieder ausschalte und ich möchte an einem Bild jetzt eben retuschieren, ich nehme das hier. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Passt perfekt. Raus wieder. Dann kann ich da jetzt auf dieses kleine Bild einen Rechtsklick drauf machen. Und es gibt da jetzt zwei Optionen. Und zwar gibt es Bearbeiten mit und es gibt Öffnen mit. Und das ist am Anfang vielleicht ein wenig verwirrend. Was soll man da jetzt auswählen? Ich zeige es einfach einmal an einem klassischen Beispiel her. Ich möchte jetzt eben, weil ich habe da jetzt dieses Bild bearbeitet. Also sagen wir mal, ich habe jetzt diese Bilder eigentlich noch nicht bearbeitet. Also, ich gehe da einfach mal her und nehme mir die Bilder von hier bis hier, klicke mal auf dieses drauf, mache das groß, gehe da in den Bereich der Farbe zum Weißabgleich, nehme hier von da quasi diesen Weißabgleich. Übrigens, kleine Erklärung, wenn ich schon da bin, Doppelklick drauf. Hier eben neutrale Farben für den Weißabgleich, das muss kein Weiß und kein Schwarz sein, einfach eine neutrale Farbe und die kann ich mit dem Weißabgleichswerkzeug eben nehmen. Aber das Schöne ist, ich kann auch hier in dem Porträtbereich leicht wärmere Porträtfarben auswählen oder mit dem immer größer werdenden Plus sehr, sehr warme Farben für Porträts auswählen. Und das bedeutet jetzt, je nachdem, wo ich da jetzt hinklicke, kann ich eben für dieses Bild eine etwas wärmere, also nicht ganz neutral, sondern etwas wärmeren Hautton generieren. Der Bereich hier ist übrigens für Landschaft, dass ich kühler werde nach unten und wärmer nach oben. Und das ist auch ganz praktisch. Ich nehme jetzt einfach einmal diesen Bereich und möchte das jetzt synchronisieren. Also klicke ich da drauf,
klicke auf Anwenden. Ich habe ja dann noch alle anderen Bilder entsprechend ausgewählt und habe das jetzt auf die anderen Bilder ausgewählt. So, jetzt klicke ich da ins Leere. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man hier ins Leere klickt, weil sonst hätte ich da jetzt diese 37 Fotos geöffnet. Und nehme mir jetzt einfach einmal das hier. Genau. Und jetzt möchte ich damit einfach einmal nach Capture One gehen. Also von Capture One raus nach Affinity Photo gehen. Also klicke ich da jetzt mit einem Rechtsklick auf dieses Bild drauf. Und jetzt möchte ich jetzt dieses Bild eben bearbeiten. Ich möchte es nicht in Affinity öffnen. Das würde nämlich bedeuten, dass ich das Originalbild, was jetzt eben ein RAW-Bild ist, im RAW-Editor von Affinity Photo aufmache. Und der ist wirklich im Vergleich zu Capture One einfach um Welten nicht so umfangreich und gut. Er ist so okay, aber wir wollen natürlich auf das Beste zugreifen, also auf Capture One. Und deshalb klicke ich jetzt auf Bearbeiten mit Affinity Photo. Und hier sieht man eben auch die anderen Tools, die ich mir eingerichtet habe. Aber ich möchte eben dieses RAW-Bild mit den Einstellungen, die ich jetzt vorgenommen habe, in Affinity Photo bearbeiten. Und da ist jetzt eben eine Überlegung, wie ich rausgehe. Wie gehe ich jetzt von Capture One raus nach Affinity Photo und was brauche ich alles für Einstellungen? Ich persönlich verwende TIFF, dann 16-Bit pro Kanal, dann in der Kompression oder Komprimierung nehme ich die ZIP-Komprimierung, die ist verlustfrei, also das ist wichtig, verlustfreie Komprimierung, aber auch komprimiert, weil unkomprimiert wäre jetzt eine riesengroße TIFF-Datei. Ich möchte aber eine komprimierte TIFF-Datei haben, aber eben verlustfrei komprimiert. Vom Farbraum wähle ich hier jetzt den Farbraum aus, den mein Monitor unterstützt. Pro Foto wäre zwar eine gute Idee, weil Pro Foto ist der größte Farbraum, aber mein Monitor kann es einfach nicht darstellen. Und da sind natürlich Bearbeitungen eher ja nicht so toll, weil ich sehe ja nicht, was ich bearbeite oder halt nicht den gesamten Farbraum. Also jetzt nicht Pro Foto. Das hier möchte ich auswählen, nämlich Adobe RGB. So. Und das war es eigentlich. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, ich möchte eben diese Varianten bearbeiten, eben diese eine hier, klicke auf Anpassungen bearbeiten und jetzt wird eben dieses File, also dieses RAW-File von Capture One in ein TIFF umgewandelt. Das kommt jetzt hier im unteren Bereich kurz rein, hier ist es. Und dieses TIFF-Bild, zack, wird jetzt an Affinity Photo weitergegeben. Das heißt, ich bin jetzt in Affinity Photo, habe jetzt hier meine Adobe RGB 16-Bit pro Kanal Datei und an der kann ich jetzt arbeiten. Und da mache ich jetzt etwas einfach einmal sehr, sehr Schnelles und Einfaches, nur damit man einmal sieht, was jetzt der Unterschied zwischen Bearbeiten und Öffnen mit ist. Und zwar gehe ich da jetzt einfach einmal her und fülle dieses Bild jetzt mit meiner Primärfarbe. Das passt soweit. Klicke auf Anwenden und klicke jetzt einfach oder wähle jetzt einfach Speichern aus, also Command S. Und bei Command S bekomme ich jetzt diesen Dialog. Und da ist es wichtig, dass ich nicht auf Speichern untergehe, sondern dass ich auswähle, ich möchte mit Ebenen speichern. Und ich klicke da jetzt drauf und klicke auf Mit Ebenen speichern. Und jetzt wird diese TIFF-Datei von Affinity Photo wiederum als TIFF-Datei gespeichert. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt zurückgehe in Capture One, dann sieht man, dass ich hier eben meine RAW-Datei habe und hier im unteren Bereich meine TIFF-Datei mit eben diesem Balken. Das heißt, ich habe das alles genau perfekt zusammen. Also neben meiner RAW-Datei liegt jetzt meine TIFF-Datei, an der ich arbeiten kann. Und jetzt kommt der Punkt. Über diese TIFF-Datei kann ich natürlich jetzt noch weiterarbeiten. Ich nehme mir da jetzt einfach einmal bei den Vorgaben irgendeinen Benutzerstil und wähle da jetzt einfach einmal hier diesen Black Point to Gray minus Saturation aus, damit man einfach sieht, dass sich da jetzt was verändert hat. Und ich gehe da jetzt mit einem Rechtsklick wiederum auf dieses Bild. Also, zum Wiederholen, ich bin jetzt in Capture One, ich habe da jetzt ein TIFF-Bild und über diesem TIFF-Bild liegt jetzt eine Anpassung. Also, irgendetwas mit Kurven habe ich hier gemacht. Wenn ich da jetzt einen Rechtsklick auf dieses bearbeitete TIFF drauf mache und ich würde jetzt wiederum mit Bearbeiten mit nach Affinity Photo reingehen, dann würde jetzt diese Datei mit den Ebenen flach gerechnet, über diese flach gerechnete Datei wird jetzt mein Capture One, ich nenne es jetzt mal Bildlook, drüber gelegt und ich kann da jetzt nicht mehr den Balken wegnehmen. Wenn ich das jetzt aber natürlich wegnehmen möchte, weil ich ja eigentlich auf der Datei, auf der darunterliegenden Datei arbeiten möchte, nämlich auf dem TIFF, dann ist es wichtig, dass ich jetzt wirklich auf Öffnen mitgehe. Das heißt, ich sage jetzt Öffnen mit, also nicht Bearbeiten mit, ich sage jetzt Öffnen mit und habe hier jetzt natürlich diese Datei wieder vorliegen und kann diesen Balken natürlich wegwerfen. Und das ist natürlich sehr genial, denn jetzt habe ich hier die Möglichkeit zur Retusche, das schauen wir jetzt gleich einmal an, und danach, wenn ich da auf Speichern klicke, bekomme ich dieses TIFF-Bild wieder in Capture One zurück und kann in Capture One weiterarbeiten und habe da auch den Bildlook über der TIFF-Datei drüber liegen. Also
Sehr, sehr cool. So, ich mache mit Command J einmal ein Duplikat von dieser Hintergrundebene. Und es gibt jetzt in Capture One, nein, wir sind ja jetzt nicht mehr in Capture One, wir sind ja jetzt in Affinity Photo. Es gibt in Affinity Photo unter Filter etwas sehr Geniales. Und zwar habe ich hier die Möglichkeiten, die Frequenzen trennen zu lassen. Das heißt, ich habe eine eingebaute Frequenztrennung. Und das Schöne an dieser eingebauten Frequenztrennung ist jetzt auch, dass ich wirklich live sehe, was ich mache. Das heißt, ich habe hier jetzt meinen Radius und kann jetzt einstellen, wie weich eben meine Low-Ebene sein soll, also die Ebene mit der Farbinformation. So. Und dann sehe ich sofort auf der hohen Frequenzebene, auf der High-Ebene, meine Strukturen. Und ich kann jetzt einfach den Wert rausnehmen, der für dieses Bild passend ist. Und in diesem Fall ist wahrscheinlich dieser Wert da ganz in Ordnung. Jetzt klicke ich auf Anwenden und den Rest macht Affinity Photo für mich und ist schon fertig. Man sieht also hohe Frequenz, niedrige Frequenz und eben darunter meine Hintergrundebene von zuvor. Was ich da jetzt mache, ist, dass ich beide markiere und mittels Command G in eine Gruppe reinwerfe. Diese Gruppe mit einem Doppelklick ändere ich jetzt einfach im Namen FT auf Frequenztrennung um und ich kann da jetzt eben zum Retuschieren anfangen. Und beim Retuschieren gibt es natürlich auch Werkzeuge, wie man sie gewohnt ist. Ich nehme jetzt einfach mal den Reparaturpinsel auf der aktuellen Ebene und ausgerichtet. Kann hier jetzt auch noch reingehen und bei den Pinseloptionen unter Dynamik einstellen, dass ich die Größe über den Zeichenstiftdruck verändern möchte. Und zwar von 0 bis 100% oder vielleicht von 0 bis 50%. Also nicht den kompletten, das komplette Spektrum, sondern jetzt nur um die 60%. Ich arbeite hier auf einem Cinti-Grafiktablett, also möchte ich natürlich auch mit diesen quasi Vorzügen arbeiten können. Pinselgröße vergrößern und verkleinern, Control, Alt und nach links fahren. Alt-Klick zum Aufnehmen und kann hier jetzt einfach anfangen, dass ich jetzt Bereiche, die ich einfach nicht haben möchte, auf dieser High-Ebene wegretuschiere. Ich mache das jetzt einfach einmal relativ schnell, nur damit man sieht, dass es eben quasi geht, wie man es eben gewohnt ist. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie quasi recht lang herumarbeiten, aber einfach, dass man sieht, okay, Frequenztrennung zum Beispiel ganz, ganz normal möglich. Aber ich muss natürlich jetzt nicht immer und sofort und unbedingt, weil Frequenztrennung jetzt einfach der heiße Scheiß ist, wenn man so sagen will, immer mit der Frequenztrennung arbeiten. Ich kann natürlich auch mit ganz normalen Werkzeugen arbeiten, die ich einfach aus anderen Programmen kenne oder die auch wirklich sinnvoll sind für den Job. Denn es ist nicht immer die Frequenztrennung, die jetzt alles totschlägt und die immer sein muss, sondern vielleicht kann ich auch einfach mit ganz normalen Werkzeugen arbeiten. Und das zeige ich einfach mal her. Ich erstelle mir da jetzt einfach drüber eine neue Ebene. Diese Ebene nenne ich jetzt einfach mal Retusche. Drücke auf OK. Und da ist es jetzt natürlich wichtig, wenn ich mit dem Reparaturpinsel arbeite, dass ich hier oben aktuelle Ebene und darunter ausgewählt habe. Ja, und jetzt kann es eigentlich schon weitergehen mit der Bearbeitung. Das heißt, ich gehe einfach her und nehme einfach mit gedrückter Alt-Taste einen Punkt, von wo ich wegarbeiten möchte und kann jetzt einfach die Bereiche, die ich bearbeiten will, ja, einfach überstempeln. So, und so geht es einfach dahin. Ich kann da einfach wirklich sehr schnell mit quasi meiner Retusche vorangehen und eben entsprechend arbeiten. Hier übrigens, falls man diese kleine Verzögerung sieht, das ist in dem Fall, weil ich eben mit einem Grafiktablett arbeite und eben der Druck ausgelesen werden muss. Also da jetzt nicht verzögern, wenn man oder nicht sich wundern, warum da immer so ein leichter Delay ist. Das ist da jetzt ganz normal. Falls das stört, kann ich da natürlich auch hergehen und hier auf ohne stellen. Dann habe ich da jetzt keine Dynamik drinnen und dann ist das so, dass ich, wenn ich drüber fahre, dass das sofort quasi angezeigt wird. Das Schöne ist nämlich, hier in Affinity Photo wird unter meinem, das war vielleicht ein wenig zu viel, wird unter meiner Pinselspitze sofort das Ergebnis angezeigt. Was meine ich damit wiederum? Ich erstelle mir darüber jetzt schnell eine Gradationskurve. Man sieht also, ich habe hier jetzt meine Gradationskurven liegen und nehme jetzt einfach einmal die Gradationskurve nach oben. Jetzt invertiere ich die Maske, denn diese Anpassung der Gradationskurve hat sofort eine Maske. Mit Command I oder Steuerung I auf Windows kann ich die invertieren. Und wenn ich jetzt mit B auf meinen Brush, also meinen Pinsel wechsle, dann sieht man hier mit diesem kleinen Punkt eben sofort, wie jetzt diese Einstellung, die ich hier habe, sich auswirken wird. Das heißt, wenn ich auf der Maske arbeite, sieht man jetzt natürlich sofort, wie eben diese Einstellung hier wirkt. Das heißt, ich male jetzt einmal viel zu groß rein. Das ist jetzt einfach einmal der erste oder die erste Bearbeitung. Mit X gehe ich jetzt auf Schwarz, male mir das Ganze jetzt raus. So. Und da habe ich natürlich jetzt den Vorteil, dass ich einfach mit der Gradationsebene, Einstellungsebene oder Korrekturebene hier diese
Augen in ihrer Lebendigkeit natürlich anpassen kann. Das heißt, ich bin da jetzt natürlich um einiges zu hell geworden, vorher, nachher, ist aber überhaupt kein Problem, denn ich kann das ja natürlich jederzeit über die Korrektur- oder Einstellungsebene noch anpassen. So, und jetzt gehen wir da vielleicht nicht ganz so stark rein, sondern nur mit Gefühl so irgendwo. Und wenn ich jetzt nicht die Einstellungen verändern möchte, also die Farbe von dem Auge, weil über die Gradationskurve, da ich ja in den RGB-Kanälen arbeite, wird der gesamte Bereich bearbeitet. Und wenn ich das jetzt eben nicht haben möchte, also jeder einzelne Kanal wird bearbeitet, so muss man sagen, dann kann ich jetzt den Modus von dieser Gradationskurve von normal auf Luminanz stellen und jetzt wird wirklich nur die Helligkeit angepasst, aber nicht die Farbe. Und das ist natürlich sehr, sehr genial. Da ist jetzt eine Frage von Georg und zwar, brauche ich eine spezielle Affinity-Software-Version, um mit Capture One zusammenzuspielen? Nein, ich brauche einfach eine Version von Affinity Photo. Denn wir gehen ja da jetzt nicht über das RAW-Bild raus, sondern wir gehen über das TIFF-Bild raus. Und deshalb ist es egal, welche Affinity Photo-Version ich verwende. Ich kann einfach mit einer Affinity Photo-Version, die TIFF lesen kann, und das können eben alle, einfach rausgehen. Das ist auch das sehr, sehr Geniale. Übrigens Affinity Photo, ich meine, wenn man es jetzt über X-Rite und über die Aktion kauft, dann kostet es nichts. Sonst kostet Affinity Photo einmalig um die 50, 55 Euro. Also ein No-Brainer, wie es so schön heißt. So, jetzt habe ich einmal dieses Bild hier und drücke einfach einmal zur Sicherheit zwischendurch auf Speichern. Da ich es ja zuerst schon gespeichert habe, sieht man da im oberen Bereich, dass jetzt dieses Bild oder diese Elemente exportiert werden. Das heißt, diese TIFF-Datei wird jetzt wiederum rausgerechnet und es bleibt eine TIFF-Datei. Wie gesagt, das ist auch wirklich wichtig, jetzt nicht als AF-Foto speichern, sondern schauen, dass man eben in der TIFF-Datei bleibt. So, jetzt bin ich da drinnen, jetzt möchte ich vielleicht hier im vorderen Bereich noch Anpassungen an der Schulter vornehmen. Dafür rechne ich mir jetzt mit Command Alt Shift E alle Ebenen auf eine Ebene zusammen. Das ist jetzt diese hier. Ich nenne die einfach einmal Gesamt und auf dieser Gesamtebene möchte ich jetzt eben ein Liquify anwenden, ein Verflüssigen. Und dafür gibt es in Affinity hier im oberen Bereich eben verschiedene Personas und die zweite Persona ist die Liquify-Persona und diese Liquify-Persona hat jetzt eben ein Verflüssigen, wie es auf Deutsch heißt und hier im Verflüssigen kann ich jetzt eben mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Ich gehe mal daher und ziehe das rein, damit man sieht. Ja, das möchte ich natürlich nicht, also Command Z und meine Empfehlung ist natürlich das nach links schieben Werkzeug, Shortcut L. Und auch ganz, ganz wichtig, man muss jetzt das Tempo und eben auch die Deckkraft sehr, sehr weit nach unten schrauben, damit das jetzt nicht zu stark wird oder zu extrem. Dann die Pinselgröße mit Control, Alt und nach links fahren etwas kleiner machen. Und jetzt kann ich hier entlang dieser Kante mit Gefühl da einfach ein wenig runterfahren und hier diese Schulter ein wenig zurücknehmen. So, das heißt, das habe ich da jetzt ein wenig zurückgenommen, da vielleicht ein wenig das Grau rein. Hier die Schulter auf der anderen Seite nehme ich auch zurück. Schlüsselbein nehme ich auch einmal runter, so in etwa. Das passt gut. Ich könnte natürlich da jetzt den Pinsel auch ein wenig kleiner machen mit Command Plus oder mit der Pinch-Geste, wenn man ein Trackpad hat, auch ein wenig einzoomen. Nehme jetzt diesen Bereich hier auch leicht zurück. Hier vielleicht auch aufpassen, dass ich die Richtung erwische, also dass das Ganze entsprechend bleibt. Ja, wenn ich jetzt unbedingt will, kann ich natürlich auch die Nase ein wenig schmäler gestalten. Einmal runter, einmal rauf, so in etwa. Command 0. Jetzt klicke ich, oder jetzt möchte ich einmal das Vorher-Nachher sehen. Auch sehr nett in Affinity Photo. Ich habe hier jetzt die Möglichkeit, mit diesem Balken hier im linken Bereich das Vorher zu sehen. Das Nachher, links ist Nachher, wenn man lesen kann. Und rechts das Vorher. So, und kann das jetzt einfach so links, rechts schieben. Oder alternativ kann ich auch auf diese Ansicht gehen und habe jetzt rechts eben das Vorher und links eben das Nachher. Das heißt, ich habe das Ganze sofort und interaktiv immer da und kann das natürlich jetzt auch wieder zurückbauen. Also wenn ich jetzt drauf komme, okay, irgendwo war das jetzt vielleicht nicht so toll, was ich gemacht habe, kann ich diese Bereiche natürlich auch wieder zurückbauen. Da gibt es dann in diesem Fall das Rekonstruieren-Werkzeug, Shortcut R. Und da male ich jetzt einfach einmal ein paar Mal hier über den Nasenbereich drüber. Das Ganze wird wieder rekonstruiert. Den Rest möchte ich aber lassen. Vielleicht hier an der Kante, wo ich versehentlich die Kante wahrscheinlich verschoben habe, nehme ich die einfach auch zurück. Und jetzt kann ich auf Anwenden gehen. Und diese Einstellungen, dieses Liquify ist sofort hier heraus. Und wenn ich da jetzt auf dieses kleine Häkchen klicke, sehe ich eben das Nachher und das Vorher, das Nachher und das Vorher. Wenn ich das gesamte Vorher-Nachher sehen will, muss ich einen Alt-Klick hier auf diese Ebene machen. Also nicht auf das Häkchen, sondern auf die gesamte Ebene. Alt-Klick, zack, das war vorher.
Und wenn ich dann das Leere klicke nachher, also vorher und das Leere nachher, dann sieht man auch, was wir hier erreicht haben. Also Alt-Klick hier rein. Okay, so, und jetzt möchte ich das Ganze eben, wie gesagt, wiederum in Capture One haben. Also klicke ich wieder auf Command S. Diese Elemente, wie es so schön heißt, also die einzelnen Ebenen, werden jetzt von Affinity Photo wieder exportiert. Und ich komme gleich wieder zurück in Capture One. Und wenn Affinity Photo jetzt fertig ist, sieht man, dass ich eben in Capture One die Datei sofort wieder da liegen habe, wo ich sie brauche. So, jetzt bin ich fertig. Wahrscheinlich durch die Aufzeichnung wird jetzt auch ein wenig Systemleistung gefressen. Und man sieht hier in Capture One, habe ich jetzt meine bearbeitete Funktion oder mein bearbeitetes Bild hier liegen, nicht meine Funktion. Da möchte ich mit einem Alt-Klick einmal diese Vorgabe wieder rausnehmen. Das braucht jetzt wahrscheinlich einen Moment zum Aktualisieren. Zack. Und gleich sollte es hier sein. So, das ist noch drauf. Jetzt ist weg. So, also aufpassen, er hat es noch laden müssen. Jetzt ist wieder weg. Und ich habe da jetzt eben meine bearbeitete Version von diesem Bild. Und hier im oberen Bereich das zuvor. Ich kann jetzt beide auch gemeinsam markieren. Klick wieder in die Multi-Ansicht oder Mehrfach-Ansicht. Kann jetzt mit gedrückter Shift-Taste hier mal auf das Plus klicken. Dann bin ich in der 100%-Ansicht für beide. Deshalb die Shift-Taste. Und wenn ich jetzt mit gedrückter Shift-Taste das Bild verschiebe, dann sehe ich eben rechts, also dann sehe ich beide Bilder gleichzeitig. Und rechts ist eben das Nachher und links ist eben das Vorher. Beziehungsweise rechts ist einfach das TIFF und links ist in diesem Fall jetzt einfach die Ausgangs-RAW-Datei. Mit Command 0 kann ich dann wiederum auszoomen und sehe eben jetzt das gesamte Bild. Das bekommt jetzt von mir ein Pick, ein grünes Zeichen, dass ich dieses Bild jetzt eben bearbeitet habe. Okay, so, und jetzt ist natürlich die Sache, wenn man mit dieser Bearbeitung hier fertig ist, dann möchte man die Bilder wahrscheinlich auch ausgeben. Und da sind wir so bei dem Punkt, der für den gesamten Workflow einfach unglaublich toll ist in Capture One. Und zwar habe ich die Möglichkeit, dass ich jetzt das Schärfen für meine Ausgabegröße hier auch direkt anzeigen lassen kann. Prinzipiell ist es jetzt so, dass wenn ich auf dieses kleine Zahnrädchen hier klicke, dass ich jetzt in meine Verarbeitungs- oder meine Verarbeitungswerkzeuge bekomme. Und da im oberen Bereich habe ich meine Verarbeitungsvorgaben. Und ich habe da jetzt zum Beispiel für Webseiten JPEG, sRGB, 800 Pixel. Das heißt, ich habe mir eingestellt, JPEG 90% in der Qualität, sRGB Farbraum, die lange Kante soll 800 Pixel haben. Und jetzt wissen wir natürlich, wenn ich quasi eingezoomt bin und ich jetzt alle meine schönen kleinen Details sehe in dem Originalbild, dann verliere ich natürlich all meine schönen kleinen Details, wenn ich das Bild so klein ausgebe. Und da kommt jetzt eben genau dieser Punkt hier zum Tragen, und zwar der Punkt Anpassungen. Und hier bei den Anpassungen, bei der Schärfung, kann ich jetzt auswählen Ausgabeschärfung oder auch Schärfung für den Druck. Aber ich möchte jetzt eben, weil ich fürs Web gehe, Ausgabeschärfung für die Bildschirmdarstellung. So, und jetzt habe ich da Regler, an denen ich schrauben kann. Ich kann jetzt sagen, wie stark das Ganze sein soll, welchen Radius und welchen Schwellenwert. Ich setze jetzt mit einem Doppelklick auf die Regler wieder zurück. Zack, mein Doppelklick wird gerade nicht genommen. Ich setze einfach so zurück. Und das Problem ist, man sieht einfach nichts. Und warum? Weil ich die Vorschau nicht aktiviert habe. Man kann jetzt hier im oberen Bereich nämlich auf Proof nach Verarbeitungsvorgabe klicken. Zack. Und jetzt sieht man, dass das Bild auf die wirkliche 1:1 Pixelgröße skaliert worden ist. Eben je nachdem, was man hier vorne eingestellt hat. Und ich kann das jetzt in der 1:1 Ansicht eben einstellen und überprüfen, wie stark ich das Ganze eben schärfen möchte. Eben, wie gesagt, für meine Ausgabe, für ein kleines Bild. Und ich werfe da jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele Megapixel weg, denn zuvor hatte das Bild jetzt 24 Megapixel, jetzt hat es wahrscheinlich unter einem Megapixel. Und ich kann jetzt eben die Stärke der Schärfung einstellen. Ich kann den Schwellenwert einstellen, dass ich hier jetzt kein Rauschen in gleichmäßigen Farbenbereichen bekomme. Und ich kann die Größe des Radius natürlich auch noch einstellen. Das heißt, so habe ich da jetzt wirklich meine Ausgabeschärfung entsprechend eingestellt. Und jetzt kann ich mit Command D einfach diese Verarbeitung auch starten. Oder ich kann auch, wenn ich den Shortcut nicht weiß, hier im unteren Bereich auf Verarbeiten gehe. Und dieses eine Bild wird jetzt verarbeitet. Das könnten jetzt natürlich auch 10 Bilder sein, 15 oder wie viele auch immer. Das ist da jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr einfach, diese Verarbeitung hier vorzunehmen. Und damit, wenn ich da jetzt kurz einmal rauszoome oder Capture One zumache und Affinity zumache, zack, sieht man jetzt, dass ich eben hier dieses ausgegebene Bild, dieses 800 Pixel große Bild sofort rausgerechnet habe. Und das ist natürlich sehr, sehr schnell.
und sehr, sehr genial. Ich stelle mir jetzt einmal diese Verarbeitungsvorgabe wieder aus. Eine Frage von Thomas war jetzt, hey Martin, kann man auch Panoramabilder in Affinity Photo laden und dann quasi wieder zurück ins fertige, also als fertiges TIFF in Capture One? Ja, aber jetzt quasi mit einem kleinen Umweg, wenn man so möchte. Und zwar ist er einfach der Punkt der folgende. Ich muss einfach mehrere Bilder auswählen, wenn es jetzt ein Panorama wäre, diese Bilder mit einem Rechtsklick eben wiederum bearbeiten mit Affinity Photo. Dann habe ich in Affinity Photo für die Auswahl der einzelnen Bilder, und das ist auch so ein bisschen die Krux, also ich bekomme dann natürlich mehrere einzelne Bilder, die muss ich mir zusammenziehen und dann auf Speichern klicken und dann habe ich sie wieder zurück. Ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so galant. In diesem Fall würde ich es wahrscheinlich anders machen. Wenn ich jetzt Panoramabilder in Capture One habe, würde ich mir die zuerst alle rausrechnen als TIFF und dann quasi nur das erste der Panoramabilder in Affinity Photo aufmachen aus Capture One, die zuvor exportierten Bilder in Affinity als Ebenen laden und dann in Affinity einfach als quasi den Panorama-Workflow weitermachen und danach auf Speichern klicken. Und weil ich ja mit diesem einen Bild hier nach Affinity Photo rausgegangen bin, kann ich dann, wenn ich auf Speichern klicke, die einzelnen zusammengerechneten TIFFs, die ja jetzt eine TIFF-Datei sind in Affinity Photo, hier in Capture One wieder verwenden. Vielleicht ein bisschen ein Spezial-Workflow, aber würde ich so machen. Und generell, wenn es Richtung Panorama geht, kann ich eigentlich nur PTGUI Pro empfehlen. Das so als kleine Empfehlung noch am Rande. Okay, jetzt sind wir quasi vom generellen Workflow so einmal durchgerasselt durch Capture One. Da gibt es natürlich noch einiges mehr zu sagen. Wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr mir jetzt natürlich die Fragen stellen. Und in der Zwischenzeit scrolle ich da mal ganz nach unten. Und hier ist jetzt der versprochene Rabattcode. Und zwar, ihr bekommt auf der Seite xritephoto.eu mit dem Code 2Martin20 20% Rabatt von heute bis zum 25. Februar 2019. Denn dieses Webinar wird natürlich auch noch in 100 Jahren angeschaut, also 2019. Gibt es jetzt auf den Color Monkey Display oder das X-Rite i1 Studio oder Display Pro zum Profilieren vom Monitor oder für den kleinen Einstieg, den Color Checker Passport, den ich echt jedem nur ans Herz legen kann, gibt es eben überall jeweils eine kostenlose Version von Affinity Photo dabei oder dazu, so sagt man es. Also da wirklich nutzt die Chance, das ist wirklich sehr genial. Affinity Photo, wie gesagt, um die 50 bis 55 Euro normalerweise. Okay, also für die, die jetzt quasi auf die Seite rüber sind, schaut einmal, was da gibt. Für alle anderen, stellt mir jetzt noch Fragen, nutzt die Zeit. Ich bin, wie gesagt, jetzt noch ein wenig da und dann kann man da natürlich noch einiges herzeigen. Ich meine, vielleicht während jetzt die Fragen eingetippt werden, wie wahnsinnig, ich hoffe, irgendwer tippt Fragen ein, zeige ich euch noch von Capture One ein sehr, sehr cooles neues Feature, was das Leben in vielen Bereichen echt unglaublich viel einfacher macht. Und zwar starte ich da einfach, indem ich mir hier dieses erste Bild nehme. Und zwar haben wir zuerst gesehen, dass man über den Bereich, also über die Tiefen, ja die Tiefen aufhellen kann. Das Problem ist aber, dass ich ja hier nicht wirklich steuern kann, welcher Bereich die Tiefen sind. Es werden einfach nur die Tiefen aufgehellt. Und was es jetzt eben Neues gibt, das kann man auch noch vielseitig anders einsetzen, ist der Luminanzbereich. Und ich brauche dazu einmal mit dem Plus, und da bleibe ich etwas länger drauf, eine neue leere gefüllte, also eine neue gefüllte Ebene, keine leere, und nenne die jetzt einfach einmal MD-Tiefen, also das sind meine Tiefen, wenn man so möchte. Meine Tiefen, egal. Und jetzt kann ich hierher gehen und auf Luminanzbereich gehen. Und wenn ich da jetzt auf dem Luminanzbereich bin und die Maske anzeigen lasse, dann kann ich mir von Capture One eben den Bereich der Helligkeit anzeigen lassen. Und ich möchte da jetzt eben die Tiefen bearbeiten. Und über den oberen Regler kann ich jetzt sagen, von 0 bis 35, das sind jetzt die Helligkeitsbereiche, der Luminanzbereich, der mich auf dieser Ebene interessiert. Über den unteren Regler kann ich jetzt den Fall-Off, beziehungsweise die weiche Kante, wenn man so möchte, definieren. Und da ziehe ich die weiche Kante jetzt einfach einmal ungefähr bis dahin. Ich möchte ja wirklich nur die ganz, ganz tiefen Bereiche hier bearbeiten mit dieser Ebene. Jetzt klicke ich da mal auf Anwenden und man sieht, es hat sich natürlich noch nichts getan. Ich habe ja jetzt einfach nur den Bereich definiert, den ich bearbeiten möchte. Und ich kann jetzt einfach hergehen auf dieser MD-Tiefenebene, zum Beispiel über diesen Regler und jetzt auch noch zusätzlich über den Tiefenregler und auch noch über die Helligkeit, hier etwas mehr Helligkeit in diesen Bereich reinbringen. Einfach einmal als Überlegung. Das kann man natürlich für Landschaftsfotografie und Ähnliches natürlich auch sehr, sehr gut verwenden.
So, und das wirklich Spannende ist jetzt Folgendes. Wenn ich da jetzt wiederum mehrere Bilder auswähle, ich nehme mir jetzt einfach einmal hier diese vier Bilder, damit man die da schön unterbekommt, habe da oben jetzt die Datei, wo ich eben meine Tiefen drauf habe, also diese Ebene, auf allen anderen ist ja nicht drauf. Und wenn ich jetzt wiederum auf das Synchronisieren oder auf das gespeicherte Anpassungen anwenden klicke, klack, dann wird jetzt dieser Bereich auf alle anderen Bilder natürlich übertragen. Und zwar jetzt nicht genau die Kante von der Maske, sondern wirklich eben gerechnet der Luminanzbereich. Und ich zeige das da jetzt einfach einmal an, indem ich sage jetzt Maske anzeigen. Und jetzt sieht man einfach, dass ich diese Maske natürlich überall entsprechend eingestellt habe. Also das ist da mal wirklich ein sehr, sehr geniales Tool. Das Beispiel hier ist jetzt vielleicht ein wenig konstruiert, aber wenn man da ein bisschen reindenkt, weiß man genau, um was es geht. Ralf hat jetzt auch eine sehr, sehr gute Frage gestellt. Und zwar, hey Martin, wie schaut's aus? Bei dir steht da jetzt beim Color Checker, ich weiß gar nicht, wo man die, die Versionsnummer sieht, Info. Bei mir steht da jetzt 1.2. Beziehungsweise bei ihm steht jetzt ITT-Profil nicht dabei. Und zwar deshalb, weil das jetzt die Public Beta ist. Also ihr könnt euch die aktuelle Public Beta vom Color Checker herunterladen und die ausprobieren. Das ist eben die 1.2. Normalerweise kriegt man jetzt auf der offiziellen Seite nur die 1.1.1-Version. Und da kriegt man auch die 1.2 noch nicht. Wie gesagt, die 1.2 ist noch Public Beta, ist eben noch im Beta-Stadion, weil da noch einige Sachen getestet werden. Und die könnt ihr euch einfach runterladen. Also sucht auf Color Checker Passport ICC auf Google. Dann findet ihr das auch wirklich und könnt auch eigene ICC-Profile für Capture One erstellen. Also da jetzt nicht verzagen. Das ist einfach deshalb, weil es aktuell noch eine Beta-Version ist, die erst in den Produktivstatus übergeführt werden soll, wenn man so möchte. Genau. So, wenn jetzt keine zusätzlichen Fragen mehr sind, glaube ich, dass ich eigentlich alles abgedeckt habe. Wie gesagt, schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Hey, da kommt noch eine Frage, die beantworte ich auch noch gern. Also schaut, wie gesagt, gerne auf der xRide-Foto-EU-Seite vorbei und natürlich auch auf meiner Seite, martindörsch.at. Und jetzt noch eine Frage. Und zwar Hauttöne schon her von Gerhard sind die. Wie kann man die Hauttöne in Capture One etwas weich zeichnen, ohne in Affinity zu wechseln? Die Hauttöne in Capture One etwas weich. Da kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt einen gewissen Bereich der Hauttöne vielleicht zurücknehmen möchte, einerseits auf jeden Fall einmal schauen, ich nehme da wiederum ein Bild, wo ich mir Haut habe. Haut. Sagen wir da, zack, haben wir schon gesehen, ich nehme irgendwas von da oben, sowas, zack. Wenn ich da jetzt Hauttöne bearbeiten möchte, kann ich natürlich jederzeit in den Farbbereich gehen und hier über Hauttöne, die habe ich zuerst schon bearbeitet, Command R zurücksetzen. So, den Hauttonbereich auswählen und hier jetzt die Haut entsprechend anpassen. Das ist jetzt aber wirklich rein für die Farbe. Wenn ich jetzt hergehen möchte und gewisse Bereiche bearbeiten will, dann ist es natürlich so, dass es hier auch zwei Ansätze gibt, meiner Meinung nach. Also dieser Bereich über Farbeditor Hauttöne ist jetzt wirklich nur unter Anführungszeichen, für Farbtonsättigung und Helligkeit. Das gebe ich jetzt in diesem Fall einfach, quasi brauche ich jetzt nicht, setze ich wieder zurück. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat Glück und kann jetzt da reingehen und eben eine neue leere gefüllte Ebene machen und die nenne ich da jetzt einfach einmal Haut. So, und habe ich jetzt leer oder gefüllt gesagt? Drück mal auf M, okay, das ist gefüllt, das passt und kann jetzt in den Luminanzbereich gehen und im Luminanzbereich einfach schauen, ob ich da jetzt meine Haut, die ist irgendwo in dem Bereich, auswählen kann, quasi über den Luminanzbereich. Und jetzt könnte ich, sehr, sehr grob ausgewählt, aber nur damit ihr so die Idee habt, und jetzt kann ich natürlich hier in diesem Bereich sagen, ich möchte es auf der Haut die Schärfung für meine Haut ein wenig rausnehmen. Also das Ganze eher quasi ein wenig weich zeichnen. Das wäre quasi die Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen gewissen Farbbereich haben und die Maske vielleicht noch ein wenig anpassen, dann kann ich wiederum in den Farbbereich gehen, aufpassen, dass ich vorher eben meine Ebene weggeworfen habe, beziehungsweise auf der Hintergrundebene arbeite und im Farbeditor über Erweitert einfach einmal hier diesen Farbbereich auswählen. Ich lasse mir da jetzt die ausgewählten Farben anzeigen. Das heißt, ich gehe da ein bisschen mehr in die Orangetöne rüber, auch mehr darauf und ein bisschen raus aus diesem Rot- beziehungsweise Violettbereich. Wenn ich das jetzt hier erwische, mein Grafiktablett streikt gerade. So,
gehen wir mal darauf. Und jetzt habe ich einfach nur diesen Bereich ausgewählt. Und was ich da jetzt machen kann, ist, dass ich mit diesen drei Punkten die maskierte Ebene aus der Auswahl erstellen lasse. Das bedeutet jetzt, dass ich zuvor eben einen Farbbereich hatte, eben hier über erweitert. Und jetzt habe ich mir in den Ebenen Haut eine Ebene erstellen lassen, die jetzt eben auf diese Hautbereiche zugreift. Und mit diesen Hautbereichen, beziehungsweise mit dieser Ebene, kann ich natürlich wieder arbeiten und vielleicht die Helligkeit anpassen, kann vielleicht die Sättigung zurücknehmen, ich kann die Tiefen für die Haut noch anpassen. Und falls jetzt die Maske irgendwo zu weit rausgegangen ist, wie hier in diesem unteren Bereich, dann gehe ich jetzt auf den Brush, beziehungsweise auf den Eraser mit E für Eraser und kann jetzt diesen Bereich hier unten rausradieren und auch diesen Bereich hier im oberen Fall. Und vielleicht möchte ich da jetzt auch die Haare noch etwas rausnehmen, drückt da wiederum auf M, damit ich die Maske ausschalte und kann so jetzt auch wirklich sehr, sehr gezielt auf einer Datei arbeiten. Da aber wirklich ab dem Moment, wo ich jetzt auf pixelgenaue Auswahl zurückgreife, ist diese Maske auch nur mehr für dieses eine Bild von Vorteil. Eine weitere Frage von Andreas: Wird die finale Color Checker Version kostenpflichtig? Man wird sie mit dem Color Checker Passport erhalten. Und so wie es jetzt eben auch ist, dass man sich die Color Checker Passport Software herunterladen kann von der X-Rite Seite, kann man sich natürlich die finale X-Rite oder die finale Color Checker 1.2 Version oder wie sie dann auch immer heißen wird, natürlich nach wie vor herunterladen. Genau, das zu dem. Wenn ihr übrigens mehr von Tina sehen wollt, da vielleicht auch noch so ein kleiner Link, schaut vorbei auf tina-christina-mit-2a.at. Sie ist hier so in dem Fitnessbereich tätig, beziehungsweise fängt in dem Fitnessbereich an und da lohnt es sich auch vorbeizuschauen. Okay, in diesem Sinne sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und danke fürs Dabeisein und ich wünsche euch saubere, genaue und korrekte Farben in Capture One mit Affinity Photo und mit den Produkten von X-Rite und hier im Speziellen mit dem Color Checker Passport.